Presented by Sega. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen. Created by Overworks. Ja, was kann das denn nur sein? Ein Black Screen. Willst du vorlesen? Okay, in der Welt von Arcadia ist das Zeitalter der Forschung fremder Welten angebrochen. Kühne Abenteurer hissten ihre Segel, um in den grenzenlosen Himmelsgefilden nach unzähligen Schätzen zu suchen. Und dort, wo es Schätze gibt, gibt es natürlich auch Luftpiraten. Ja, herzlich willkommen, beziehungsweise hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Scum of Arcadia Legends. Eins der größten Spiele überhaupt, mein absolutes Lieblingsspiel. Das beste Spiel, was meiner Meinung nach Sega überhaupt über seine Produktion gebracht hat. Für Striche entschuldige ich mich jetzt schon mal, aber anscheinend sieht das jetzt gerade ziemlich gut aus in dieser Cutscene. Ja, und vielleicht hat man schon gehört, Sendengeist ist immer noch da. Schließlich nehme ich das jetzt am selben Tag auf die PBI. Sie braucht sich nicht vorstellen, wer die Vorstellung hören möchte, kurz hier mal den PBI-Part an. So. Ja, wir sehen dort gerade, haben wir gerade zwei Luftpiraten gesehen und da waren wir Striche. Deswegen machen wir jetzt einfach weg. Und Schmalzlocke. Ja, und ja, hier sehen wir nochmal den wunderschönen Titelscreen und eigentlich würdet ihr jetzt eine wunderschöne Musik hören, wenn ihr sie aufnimmt. wenn nicht, muss ich, dann springe ich aus dem Fenster und schrei. Ja, wir fangen ein neues Spiel an, würde ich sagen, ne? Bringt nichts in der Mitte anzufangen oder gegen Ende. Oh ja, das wäre Rambach. Bitte wählen Sie, ob die Rumble-Funktion. Da würde ich verrückt werden. nein. Die Rumble-Funktion wurde deaktiviert. Rumble-Funktionen können wieder ein- und ausgeschaltet werden. Vielen Dank. Ja, wir sehen jetzt einen Mond. Ich will nicht spoilern. Oh, was war das? Oh, ein großes, böses Schiff. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Musik läuft, deswegen kann ich gar nicht mitsummen, obwohl ich weiß, welche Musik da läuft, aber... Und dieses kleine irgendwas mit einer komischen Mädchen-Gedings-Gebums. Und Wolken. Wolken oben, Wolken unten. Vielleicht sieht man schon, wir fliegen. Eine wunderbare Eigenschaft von Arcadia, dass überall Wolken sind. Ich muss schon sagen, ich will nicht, ihr will nicht sie auf dem kleinen Schiff sein. Ne, vor allem nicht, dass sie so Kanonen haben. Okay, ich spreche ja von nur. Da ist sie endlich. Müssen wir ein bisschen kaputt drücken? Admiral Alfonso, ihr Schiff ist in Reichweite unserer Kanonen. Unserer sehr großen Kanonen. Hervorragend. Feuern Sie auf meinem Befehl Erschütterungsgranaten ab, aber vermeiden Sie es, Ihr Schiff direkt zu treffen. Wir brauchen Sie lebendig, um Sie zu befragen. Feuer! Man hört vielleicht raus, wir können Schmalzlocke nicht leiden. Und bohren, die schießen mit ihren großen Kanonen auf kleine Schiffchen und sie lässt die Hand vom Scheuer. Und boom, 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 sie ist bewusstlos, aber das Schiff fliegt weiter und es sinkt ab, wird sie abstürzen. Wir werden es nie erfahren, doch, oh mein Gott. Das Schiff ich finde immer noch, dieses Schiff sieht aus, als wäre es ein kleiner Engelfisch. Irgendwie schon, ja, und guck mal, wie klein das ist daneben. Guck mal, wie groß die Kanonen daneben sind. Okay, die Kanonen sind fast so groß wie das Schiff. Zumindest die Propeller. Und sie liegt da und hat komische Kleider an und... Egal, sie sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also in dem Moment. Aber dann guckt ihr mal die Schuhe an! Eure Exzellenz, das Mädchen ist bewusstlos, aber sie ist nicht verletzt. Sie wurde an Bord unseres Schiffes gebracht. Sie ist nur bewusstlos, hat eine Platzwunde in den Kopf, aber nein, sie ist nicht verletzt. Ach, einmal die Haare richten. Die Kaiserin wird sehr zufrieden mit mir sein. Ich werde sicher belohnt und nichts knapp, denke ich. Oh, 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 oh. Was? Woher kam das? Es hört sich hier eine Explosion an. Sofort ein Lagebericht. Der untere Rumpf wurde getroffen. Jemand greift uns an. Was? Greift uns an? Wer würde es wagen, ein Schiff der kaiserlichen Armada anzugreifen? Und guck dir den Gesichtsausdruck an. Ist der nicht köstlich? Ja, der ist genial.
Da ist ein kleines Schiff, das versteckt sich in den Wolken. Oh, Entschuldigung, das ist mein Text. Egal, das ist jetzt der andere, du hast den anderen gesprochen. Da ist ein kleines Schiff, das versteckt sich in den Wolken auf Backbordseite. Das ist der andere. Diese Flagge. Luftpiraten! Meine Nachbarn. Am Samstag. Und wieder immer so. Und da sind wir. Die Guten. Natürlich sind wir die Guten und oh mein Gott, verstrichelte Wolken. Also ich sehe die Striche noch nicht, aber ich kann voraussagen, dass sie jetzt verstrichelt waren und jetzt ist es nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so gemeint war, aber. Kleines Schiff in den Wolken? Kleines war ungefähr gleich groß, oder? Auf jeden Fall, ach, aller Piratenmanier, schön entern das Schiff. Natürlich. Und wir ziehen rechts hoch und gehen nach links runter und. Was macht der da? Ist der lebensmüde? Oh, er hängt da dran. Aber würde ich mich nie trauen und ich auch nicht. Luftpiratengesindel, wisst ihr nicht, dass wir Soldaten der kaiserlichen Armada von Valua sind? Doch, natürlich. Also, warum sollten wir es denn sonst machen? Soll ich nicht in dem Weißen und gleich Eika? Oh ja. Natürlich weiß ich das. Deshalb haben wir euer Schiff angegriffen. Ihr Typen habt das beste Zeug. Dumm, zum. Ja, Rampenlicht für Weiß. Wie geil. Ich bin Weiß von den Blue Moose und in ein paar Minuten werden wir euch all eurer Wertsachen entledigen. Ich finde die so geil, die Charaktere. Hehehe, ihr greift uns ganz allein an, denn dann seid ihr entweder unheimlich mutig oder unheimlich dumm. Wir werfen euch über Bord. In die Wolken. Oh ja, genau. Warte auf mich! Oh, das heilt ja aber ganz schön. Ich brauche mehr Möbel. Weiß, du bist einfach ohne mich weg. Ich lasse nicht zu, dass du den ganzen Spaß für dich alleine hast. Was? Was guckst du mir so an? Oh, hallo, ich bin Eika. Ich bin auch eine Blue Rose, wie Weiß. Und wir sind dabei, dich auszurauben. Nur so nebenbei erwähnt, ne? Ja, genau. Moment, jetzt nehme ich den nächsten, das ist aber ein anderer. Ihr habt die Dreistigkeit, euch über das Valuan Empire lustig zu machen. Tötet sie und werft ihre Leichen über Bord. Wie viele Mann ist jetzt 5? Genau, 6 Punkte sind drin. Ich hab 3 auf jeder Seite. Echt? Auf jeden Fall haben wir einen Kreis gebildet. Okay, es sind nur 2. Gut, in diesem Fall. Ja, also, kurz Erklärung. Wir sind hier im... Ich hab keine Ahnung, wie man dieses Kampfsystem nennt. Es entspricht irgendwie auch dem vom RPG Maker. Man setzt als erstes seine Züge an. Wir können angreifen. Ein Spezialangriff. Ja, der ist jetzt grau unterlegt. Erzähl ich gleich. Magie haben wir noch keine. Fokus, erkläre ich gleich. Schutz ist irgendwie klar. Objekt haben wir noch gar nichts außer unserer Ausrüstung. Und Rennen, aber das können wir nicht, es ist Lichtkampf. So, kommen wir jetzt eben nochmal zum Fokus. Und zwar sieht man oben eine grüne Leiste. Das ist unsere Spirit-Leiste. Also sowas wie Magie-Leiste, nur dass es eben auch Magiepunkte an sich gibt. Und zwar kann man im Kampf, jeden Zug wird jetzt Grund 2 immer aufgeladen. Das wird später immer mehr. Und für einen Superzug, das kann man glaube ich nicht richtig sehen, braucht man 7 Spirit Points. Und ja, also mit Fokus könnte ich jetzt meine Spirit Points aufladen oder einfach abwarten. Die gehen nach dem Kampf immer verloren, das heißt, also die werden automatisch wieder auf 0 gesetzt, sobald der Kampf vorbei ist, also braucht man die nicht sparen. Im Gegensatz zu Magic Points. Das ist am Anfang ganz schlimm mit denen, ne? Also erinnerst du dich noch, als du was gespielt hast? Die gehen immer sofort aus, da für Heilung oder so, und dann hast du plötzlich keine Magic Points mehr, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, weil das ist bei Jahren her, dass ich das gespielt habe. Kann sein, ja. Also, es war auf jeden Fall vor dem, noch in der alten Wohnung oder ja. So. Ja, dann, es reicht. Also, nochmal kurz was, und zwar können wir mit X einmal alle Charaktere abrufen, mit Y können wir zwischen 2 wunderschönen Farben auswählen, und zwar Rot und Grün. Momentan, natürlich. Und zwar steht das für 2, Magiearten, Feuer und nennen wir es mal Natur, weil es ist Heilung und Gift. Und man muss jede Farbe, die im Kampf mit teilgenommen hat, gibt eben später Magie-Erfahrungspunkte. Das heißt, man sollte so viele Farben wie möglich im Kampf benutzen, damit eben man alle Zauber lernt. Ja, und da sieht man schon, da ist der erste schon gleich weg. Greift uns aber gleich von hinten an. Wir weichen geschickt aus und natürlich stehen die immer die ganze Zeit rum und warten darauf, bis was passiert. Mhm. Typisch rundenbasiertes Kampfsystem. War der gerade beteiligt? Nee, der gab. Oh, ein kritischer Treffer. Und sowas schon direkt am Anfang. Ein Feratos.
Auch vielleicht sollte ich erwähnen, ich spiele das Spiel 100%, zumindest versuche ich das. Ich habe es noch nie zu 100% durchgespielt. Es lässt sich ganz einfach am Ende dadurch sehen, dass wir weiße Legendäre heißen und einige Secret-Kämpfe machen können. Ja, wir erhalten jetzt Erfahrungspunkte. Wir steigen kein Level und dann sieht man jetzt gerade Magie-Erfahrungen haben wir grün und rot. Ja, Purpur, Blau, Gelb und Silber können wir nicht, weil wir haben dafür die passenden Items noch nicht, sage ich mal so. Ja, kommen wir zur nächsten Cutscene. Das Spiel besteht zu 50% aus Cutscene. Also, es hat keinen Zweck, sich uns zu widersetzen. Werft eure Waffen weg und übergebt euer Schiff. Dummköpfe, was glaubt ihr beiden wohl gegen uns fünf ausrichten zu können? Holt sie euch! Mach ich doch fünf. Jetzt kommt das Beste. Ping. Ich glaube, du hast dich verzählt. Ich sehe nur vier von euch. Der Kerl ist cool. Ich bin auch wieder. Dad! Wir kümmern uns um die Typen. Schlagt euch zur Brücke durch und stellt die Motoren ab. Dann stürzen wir ab und sterben alle. Und vergiss nicht, hier draußen heißt es Captain, nicht Dad. Verstanden? Das ist das beste Anweis. Dad! Captain! Okay, aye aye, Captain! Hey, Aika, sollen wir uns mal den Captain des Schiffes vorstellen? Wann immer du willst! Hört ihr gerade mit dem? Gut, lass uns die Brücke suchen. Wow, das hat er jetzt gerade so laut gesagt, dass ich das durch das Headset hier gehört habe, das fast einen halben Meter von mir entfernt liegt. Ja, und ich hab's auch gehört, ich muss jetzt ein Stück und noch ein Stück weiter weg. Ja, und was gehört zu 100%? Alle Scheißschätze finden. Und du, ich denke mal, du erinnerst dich daran, dass man die meisten Orte nur einmal betreten kann im ganzen Spiel. Ja. Und das heißt, da kann ich mich dann irgendwo sorgfältig umsehen. Es zieht aber natürlich hinterher, dass ich richtig leveln werde dabei auch, weil ich die ganze Zeit Scheiß-Tausend Kämpfe haben werde. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß. Ja, aber ich will auch mal ein 100% Spiel machen. Vor allem ein Spiel, was ich von vorne nach hinten eigentlich auswendig kenne. Also, Spiel bestimmt 7-8 mal durchgezockt. Also, wow. Ja, wir sind hier jetzt. Oh, Schmalzlocke. Sieh mal an, die Luftpiraten wollen mein Schiff besuchen. Nein, sie tun es gerade. Wollen die suchen? Suchen, die wollen suchen. Oh, hat der da das Mädchen über die Schulter gelegt? Ich bin Alfonso, der geliebte Sohn von Manuas angesehener Familie und Admiral der kaiserlichen Armada. Was ich mich auch immer frage, von welcher Familie? Ich glaube, es gibt mehr als nur eine Familie. Oder sind die alle eine große Familie? Nein, dieses Mädchen und die Ohrringe sind komisch. Normalerweise wird Halunken wie euch nie der Genuss zuteil, solchen Größen zu rufen. Schätzt euch glücklich darüber. Eingebildete Kuh. Sicher. Wer ist das Mädchen? Genau, mich würde auch nicht interessieren, wer dieser Angeber da ist, sondern wer ist dieses Mädchen? Ich hätte nie gedacht, dass sich jemand deines Kalibers auf Entführungen einlässt. Bravo. Ha! Für einen Ruf bist du nicht dumm. Ich kann jedoch nicht meine Zeit mit dir verschwenden. Ich muss jetzt los. Ich denke, ich werde euch ausrotten lassen, wie es sich für Ungeziefer wie euch gehört. Weg mit ihnen. Niu, niu. Roter Alarm. Nette Kerle. Also. Ja. Und erneut ein Kampf. Cutscene, Kämpfe, gegebenenfalls mal laufen. Wenn man Glück hat, darf man auch mal laufen. Oh, es sind vier, aber ich glaube, die anderen hatten Schwerter, ne? Ja. Und ich glaube, die sind gelb umrandet. Und zwar bedeutet das, dass wir noch keine passende Waffe haben, um gegen die besonders stark zu sein. Und zwar ist es so eine Affinität. Aika! Das habe ich irgendwie noch nie gehabt. Ich meine, ich hätte immer mit jedem Aika zweimal draufhauen müssen, bis jetzt. Und weiß, du brauchst keinen kritischen Treffer gegen die. Und was haben die da für Waffen? Das sieht aus wie, keine Ahnung, ein Stöckchen. Ich glaube, das sind Stöcke. Leuchtend gelbe Stöcke. Ja, komm, einfach draufhauen. Aika, habe ich irgendwo einen Cheat eingegeben? Irgendwie so, sie haben das Spiel schon 10-mal gespielt, jetzt wird das Spiel einfacher? Oh ja, das wär's doch mal. Ja, das wäre ja langweilig. Dabei ist das Spiel eigentlich schon einfach. Abgesehen von ein paar Kämpfen später, also zum Beispiel der Kampf gegen den Richter und ja, wir sind alle Level 2, jetzt macht Icon nicht mehr Schaden. Zumindest haben wir jetzt mehr HP.
Wir machen mehr Schaden, wir haben mehr irgendwas und ich habe vergessen, wofür die ganzen Dinger stehen. Ist aber eigentlich auch scheißegal. Hauptsache man hat's und Aika hat jetzt Sakri gelernt. Und haben wir einen Sakri-Kristall erhalten. Sakri ist ein Heilzauber von der grünen Art, eben Heilung und Gift. Jetzt muss ich mich hier umsehen und wow, ich muss mich vorbeugen, damit ich was sehe. Da ist schon mit mir eine Truhe. Die habe ich nie eingesammelt bis jetzt. Wow. Und dann, guck mal, Sakri-Kristalle, damit wird der Kampf später einfacher. Kann man die Dinger ansprechen? Keine Ahnung. Ist hier noch was? Gott! Warum müssen Truhen rötlich sein, während hier alles so rot leuchtet? Hallo, ist hier was? Hallo? Nö, ich sag nichts. Oh, random Accounter. Aber Linz ist denn nicht so brutal eingestellt wie ein Pokémon. Schritt, Pokémon, Schritt, Pokémon, Schritt, Pokémon. Da ist eine. Moment, jetzt sehen wir das nachher mal. Und zwar haben die so lustige Ringe hinten, als würden die dort irgendwo aufgehangen werden. Da hängen, da haut Weiß einmal drauf und Aika kann die da ja schon alleine. Das kann die ja schon. Da ist sie groß genug für. Ja, kann sie. Außer die verteidigen sich. Komm, hau drauf. Ja, ist klar, Weiß schafft den noch nicht alleine, weil, er ein Schwert hat. Und er trägt eine ganze Rüstung. Guck mal, der andere, er trägt nur so ein Hemd. Guck mal, ein Hemd. Das sieht aber hübsch aus. Ja, wie gewohnt, einfach draufhauen. Momentan. Später kommt dann erst mit der Taktik. Ja. Spätestens beim ersten Boss muss man schon ein bisschen taktisch vorgehen. Man muss wissen, dass Weiß der ist, der draufhaut. IKD ist nicht so ganz der draufhaut-Typ. Die ist eher Magie-Tante. Ich nutze ihn lieber für Magie, ja. Aber sie lernt später super praktische Sachen. Ja, und jetzt haben wir auch schon Magpiri gelernt, was ich sonst immer erst nach dem ersten Boss gelernt habe. Wow, wie praktisch das jetzt schon ist, aber ich werde es eh nicht einsetzen. Ich zauber eh selten und jetzt muss ich mich natürlich umsehen und da ist eine Truhe, guck mal. Nein, ich will da hin! Dann will ich außen rum. Boah, wie viele Truhen man hier schon verpasst hat, was ich... Ja, eine Truhe. Kannst du da nicht links rum? Kannst du da nicht links rum? Wo? Nein, in andere Richtung, ja. Nee, dann muss ich jetzt hier rechts abbiegen, aber erstmal gucken, wie Katze sehen. Was? Ihr habt hier meine Soldaten besiegt. Wir haben sie drauf geklopft, aber egal, ne? wenn ihr mein Schiff unbedingt wollt, könnt ihr es haben. Ich hole mir ein anderes. Ich bin ein Sohn einer angesehenen Familie, da können wir es leisten. Ich bin stinkreich. Also, oh Gott. Ich habe viel zu tun. Ich habe keine Zeit. Mich persönlich mit euch zu überpassen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt. Nein, will ich nicht, aber du gehst trotzdem. Vor allem, wie der Vize-Admiral einfach Toya zitiert. Okay, jetzt das Wichtigste ist erstmal diese Schatztruhe da hinten zu holen, damit wir die 100% zusammenkriegen. Ach so, da ist doch 50 Goldstücke, wow, dafür können wir uns bestimmt wieder einen Sakri-Kristall holen. Den wir später bestimmt brauchen werden. Und ich glaube, hier ist jetzt aber keiner mehr. Ich guck nochmal eben ganz da hinten. Du. Also das Gute ist, dass das Licht da so gedämpft ist, dass die Striche nicht so oft auftauchen. Was ist das? Jetzt reichen, jetzt mache ich mal die Kleinen alle weg. Die nerven. Aika, du bist auch so laut. Das ganze Spiel ist laut. Oh Weiß, wofür trägst du eine Fernzielbrille? Oh ja, Fernzielbrille. Im Nahkampf ist er nicht so. Und Aika, Gegenangriff super gemacht. Das, was Weiß nicht getroffen hat, einfach wieder rausholen. Aber noch am Anfang. Also ich finde das eigentlich auch jetzt gut, vielleicht ist es eigentlich gar nicht so schlecht am Anfang wenig zu trainieren, dann hat man beim ersten Bosskampf ja gar kein Problem mehr. Komm, oh schade, kein Gegenangriff dieses Mal. Ja, dann haust du jetzt mal auf den drauf und du haust auf kleinen Kerl mit lustigem Stab drauf und kritischer Treffer. Critical! Wollte ich gerade drehen. Er sollte schon zusammen. Und Weiß auch gleich. Das ist so eine schöne Runde. Nice. Ich will mal erwähnen, was an diesem Spiel, was das Spiel ein bisschen schwerer macht als Final Fantasy, Speicherpunkte heilen nicht. Wie man es von modernen Spielen so gewohnt ist, die heilen eigentlich. Wollen wir uns eben gucken? Nein. Ich sehe da nichts. Ich traue dem Ganzen nicht, weil kleines Fenster zu sehen. Okay, da ist nichts. Sonst wären es ein bisschen viele Truhen fürs erste. Speicherpunkt! Speichern! Der Freund eines jeden Let's Player. Ja, nehmen wir mal 3. Weil 3. Genau, weil 3 gerade frei ist.
Ja, und ich würde mal sagen, wir stoppen jetzt hier eben mal kurz, bevor es asynchron wird.